Lukas Kortalis krank, so rührend kümmerte sich Frau Daniela. Wie gut, dass Lukas Kortalis, 50, seine liebste Daniela Katzenberger, 31, hat. Nachdem Töchterchen Sophia, 2, ihrem Daddy aus Versehen einen Finger ins Auge gerammt hatte, litt er tagelang unter höllischen Schmerzen. Musste sogar 2 Tage in einem dunklen Zimmer verbringen, um sein Auge nicht zu belasten. In der nervenaufreibenden Zeit konnte er sich aber auf Dani und die ganze Familie verlassen. Im Promiflas-Interview hat jetzt auf süße Art und Weise seine Dankbarkeit gezeigt. Promiflas hat das Ehepaar bei einer Karitzi-Aktion getroffen. Mistete für den guten Zweck ihren eigenen Haushalt aus. Hatte sie mit im Gepäck und er war schon fast wieder auf dem Damm. Im Interview hat er auch gleich ein paar liebe Worte an seine Frau gerichtet: Vielen Dank dafür, dass du mir so schön den Rücken freigehalten hast mit der Kleinen, Schatz. Hab ich schon Danke gesagt? Anschließend drückte er der Kultblondine einen Schmatzer auf die Wange. Für die Katze war es absolut selbstverständlich, sich um ihren Mann zu kümmern. Ich habe dir das Essen ans Bett gebracht, so etwas habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, witzelte der TV-Star. Wir müssen halt sicher gehen, dass es uns beiden immer zu 100% gut geht, weil wir eben keinen Nanny haben, erzählte Dani weiter. Na, zum Glück ist wieder fit. Die beiden sind ein richtiges Dreh am Team, oder? Stimmt ab.